Ja, das Publikum sagt, Helmut Kohl ist falsch, meine Damen und Herren. Helmut Kohl ist falsch, es tut mir leid, es geht. Abwärts für dich. Komm zu mir, Alexandra. Komm ein Stück nach vorne, weil du kannst da nicht bleiben für immer und ewig. Ja? Also komm ein Stück. Du kannst auch schwimmen, dann geht es vielleicht einfacher. Ich kann gar nicht. Ich würde dir jetzt gerne die Hand reichen, aber du bist so voll Wackelpudding. Vielleicht reiche ich dir einen unserer Schwimmringe. Halt dich fest, ich zieh dich rüber. Ah, so. Ah, Alexandra, bleib drin. Alexandra. Alexandra, ganz ruhig. Ja, Angelika, das hast du ihr eingebrockt, nicht ich. Ja, nicht ich habe damit etwas zu tun. Schau sie dir an, wie sie da oben sitzt. Ja, ja. Sie hat uns geschrieben und hat gesagt, lasst euch was einfallen, sie mag keinen Wackelpudding. Und jetzt muss ich Ihnen verraten, meine Damen und Herren, und dir natürlich auch, für solche Fälle gibt es demnächst in Sat.1 eine neue... Rache ist süß. Wer ja, Angelika. Was hat, braucht keine Feinde. Rache ist süß und geteiltes Leid ist halbes Leid. Ab 1. November, Sonntagabend, 7:45 heißt es hier bei uns, Rache ist süß. Also wenn Sie auch jemanden kennen, an dem Sie sich gerne mal rächen würden, dann schreiben Sie uns einfach. So. Jetzt heißt es, es gibt, das muss ich noch erwähnen, weil das ist ein ganz kleiner, aber feiner Unterschied. Alexandra, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen der Glücksspirale und Rache ist süß. Ich hab den jetzt gemerkt. Bei Rache ist süß gibt es keine Preise zu gewinnen. Angelika, vielen Dank für deinen Brief. Alexandra, wir gehen zu den Bällen. Ja? Ich komme dir ein Stück entgegen. So.